Hallo ihr Lieben, oh, ich hatte so eine tolle Woche und ich wollte euch einfach mal ein bisschen Liebe rüberschicken heute. Aber ganz ehrlich, gerade ist einfach derbe anstrengend. Es ist Corona, ich bin hochschwanger. Und ich würde mich echt gern mal wieder mit Freunden treffen. Hallo, ich dachte, ich schicke dir noch meine Sprachnachricht. So richtig in echt. Es wird einem ja oft vermittelt, dass Glück sei allein eine Frage der inneren Einstellung. Ich kann es schaffen! Aber das ist natürlich Bullshit. Zu Positivität, denn hin zu den Positiven. Das ist wirklich Bullshit. Gerade wenn wir jetzt nicht nur von anstrengenden Tagen sprechen, sondern von gesellschaftlichen und strukturellen Problemen oder von existenziellen Ängsten, dann können wir nicht einfach eine Yoga-Session machen und diese wegommen. Es ist total okay, mal wütend zu sein, verärgert zu sein, saumüde zu sein und auch mal nicht mehr zu können, denn das gehört auch alles zum Leben dazu. Also, lass uns doch endlich wieder ehrlich zueinander sein, zu unseren Gefühlen stehen. Denn das, was wir aus der Social-Media-Welt kennen, diese ganze Good-Vibes-Only-Mentalität, das ist toxisch. Und diese Toxic-Positivity kann uns langfristig schaden. Mein Name ist Anna Maas und ich habe das Buch Die Happiness-Lüge geschrieben.